Ist Mr. Bloom not here? Ist Herr Bloom nicht hier? Nein. In diesem Fall fahren wir fort. Herr Martin. Danke. Zur Arbeitsweise, Herr Kommissar, von Ihnen. Sie sagen hier in Beantwortung der Frage 3, dass Sie den Informationszugang sichern wollen, wie ich ihn in meiner Zeit als Abgeordneter selbst gefordert hätte. Damals, in diesen Jahren, ging es ja viel um Transparenz und parallel im US-Kongress um den US Disclosure on Lobbying Act. Sind Sie bereit, diesen Grundprinzipien, die dort festgehalten sind, in Ihrer eigenen Arbeit nachzukommen? Also wirklich da auch ein leuchtendes Beispiel zu geben und in welcher Form wappnen Sie sich gegen die massiven Lobby-Einflüsse, die auf Sie zukommen werden und wie können Sie uns im Parlament da das zur Kenntnis bringen? Ich denke da aber natürlich gerade auch an mehr Transparenz in den Arbeitsgruppen und sonstigen vorbereitenden Gruppierungen. Was ist konkret unter dieser Ankündigung, was Sie da gefordert hätten, zu verstehen? Bitte. Thank you very much, Mr. Ja, vielen Dank, Herr Martin, für diese Frage. Das war in der Tat vor langer Zeit, vor 10 Jahren. Da haben wir im Kabinett in der Kommission den Verhaltenskodex ausgearbeitet und die Transparenzregeln. Und diese sind meiner Meinung nach sehr modern, ein sehr modernes Produkt. Und ich meine, ich fühle auch ein gewisses Engagement, ein gewisses das Besitzgefühl, was diese Regeln anbelangt. Nun, das, was ich vor allem kenne, das sind die Regeln in den skandinavischen Staaten. In Finnland gibt es 34 Ausnahmen der Transparenzregeln und diese werden oft in Anwendung gebracht. In der EU haben wir jedoch sehr viel strengere Transparenzregeln. Ich werde mit Präsident Barroso und mit Vizepräsident Šefčovič zusammenarbeiten, die ja dafür zuständig sind, wenn die Kommission bestätigt wird. Und ich werde dafür sorgen, dass die EU die höchste Qualität der Transparenz hat und Verhaltensregeln, was Lobbyisten in der Welt anbelangt. Und ich vermute, dass alle sich dann in Zukunft diesen Transparenzregeln anschließen werden. Nun, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, was Lobbyisten anbelangt. Mir ist ein Abendessen mit der Familie zu Hause lieber als ein luxuriöses Abendessen mit Lobbyisten. Also natürlich möchte ich damit die Lobbyisten nicht beleidigen. Eine Folgefrage. Vermutlich einer Meinung. Trotzdem, Sie sagen auch, wir müssen eine koordinierte Strategie zur Überwindung der gegenwärtigen Krise ausarbeiten. Die Bundeskanzlerin, die Regierungschefin des größten Mitgliedslandes der Europäischen Union, hat das Ziel ausgegeben, wonach jeder Akteur, jedes Produkt und jede Region einer Kontrolle unterliegen müsse, im Bereich der Finanzmärkte. Jetzt ist mir schon bewusst, dass das nicht unmittelbar Ihr zentraler Zuständigkeitsbereich ist, aber Sie sprechen ja auch von der Bedeutung des Kollegialsorgans. Sind Sie willens, sich für dieses vorgegebene Ziel stark zu machen innerhalb der Kommission? Und dann noch einmal, wenn Sie das erlauben, einfach noch einmal konkreter nachzufragen, sind Sie auch willens, dem US Disclosure on Lobbying Act selbst in Ihrem Tätigkeitsbereich zu folgen? Das können, wenn Sie wollen, zwei ganz kurze Antworten sein. Beispiel zweimal ja. Thank you. I start with the last. Danke, ich fange mit der letzten Frage an. Ich bin ein Freund der USA, aber ich übernehme nicht einfach so Ihre Modelle und ahme Ihnen nach. Ich möchte erst einmal im Einzelnen prüfen, wie dieses Modell funktioniert. Dann zu den Finanzmärkten. Mikro- und makroaufsichtsrechtliche Fragen. Makro- und Mikroaufsicht sind ja miteinander verbunden. Der designierte Kollege Michel Barnier ist zuständig oder wird zuständig sein für die mikrofinanzielle Aufsichtsregelung. Wir arbeiten ja eng zusammen und im jetzigen Kollegium
habe ich mitgewirkt bei der Beschlussfassung des gegenwärtigen Pakets bei der Mikro- und Makroaufsichtsrechtlichen Kontrolle. Nun, ich bin auch potenziell Mitglied des Europäischen Systemischen Rates, vorausgesetzt natürlich, dass dieses Legislativpaket verabschiedet wird. Und ich gehe davon aus, dass es angenommen wird. Danke.